Oder wollen wir nochmal, machen wir die nächste Mission, würde ich sagen. Okay, dann machen wir Zugunglück. Wir wissen, dass demnächst ein Zug die Eisenbahnbrücke über die Elbe überqueren wird. Wir wissen auch, dass dieser Zug unter anderem Gold transportiert, das an der Front, da fehlt ein S, du Arschloch, das mit zwei S nach dem Komma, an der Front im Osten gestohlen wurde. Eine unserer Kontaktpersonen im Widerstand wird euch über den Fluss zur Eisenbahnbrücke bringen. Sprengt den schwächsten Brückenbogen mit Hilfe von Sprengstoff, um den Zug anzuhalten. Durchsucht den Zug nach dem Gold, sobald er zum Stehen gekommen ist. Gelangt auf die Brücke, sucht nach Sprengstoff, sprengt die Bögen, entwendet das Gold aus dem Zug, entkommt. Yay! Dankeschön, das ist sehr hilfreich. Kein Problem. Ah, das wird ja richtig laut! Mhm. Das macht gleich doppelt Spaß, wenn man sowieso schon so einen Scheiß schon hat. Jetzt komm rein oder ich krieg dich raus. Du Typ, du. Auf die NPCs warten musst. Nee, muss man nicht. Time to party, ja. Mhm. Cool. Challenge Card not selected. Right the hell then. Und stehlt das Gold. Ich sag mal, im Waffenmäßig und so im Vergleich zu einem zu Paldea und allem ist da viel weniger bis jetzt noch drin. Ich meine, klar, es ist erstmal eine Open Beta? Closed. Open oder Closed? Closed, glaube ich. Ich meine, entweder kaufen oder halt. Okay. Also, Paldea. Das ist dann halt eine Closed Beta, I guess? Es ist eine Beta, aber. Ich weiß nicht, es fehlt mir halt noch mega viel. Also, okay, viel Mission, Basiswaffen und. Die ganzen Trails, die man am Anfang hat, sind noch nicht so hart am Stille wie in Payday. Ich würde es nur begrüßen, wenn du diese verfickten Granaten nicht mehr in mich hineinwerfen würdest. Das ist ja, das kann ich machen. Nämlich absolut nicht witzig, tut mir leid. Ja, okay. Da muss ich mit aller Deutlichkeit und aller Härte sagen, Wir müssen irgendwo hinrennen, Missionsrolle. Sie machen ja genau dieselben Rolle wie die Cops. So diese komische Seitenrolle. Ja, einige Animationen sind recycelt, möchte ich mal behaupten. Ich meine, verständlich, aber trotzdem möchte ich anmerken. Ich weiß nicht, ob ich diesen Karabiner mag. Vielleicht mit einem Scope, aber so. Ah, ich sehe schon. Ich meine, akkurat, ne? Klar, aber. Ich meine, dass man jetzt selber Dinge knacken muss, ist interessant. Dinge selber knacken, wie meinst du das? Du warst nicht mehr F und warten, sondern du bist jetzt Achso, F ja. Und entweder du bist gut im Knacken oder du bist schlecht im Knacken. Ja gut, aber das ist ja nur echt keine Herausforderung, das Ding bis jetzt, also. Ja, ich sag mal, ein bis zwei Ringe, stell dir mal vor, wie das später wird. Wenn es später noch heftiger wird. Ja. Ich will so ein MG mitnehmen, Mann. Was ist denn hier los? Ja, ne, ich glaube, das haben wir einmal, oder ich hab das einmal in, Far Cry? Nein. Kann sein, ja, da kann man glaube ich. Irgendwo habe ich das gesehen, dass einer einen MG abgerissen hat und mitgenommen hat. Und es ist eine der wenigen Sachen, die Ubisoft auf die Kette. Die Leute, die mit Ubisoft chillen, auf die Kette gekriegt haben. Alter, irgendwie sieht dieser Ausblick gerade richtig mega nice aus. Wenn er im Hintergrund nicht so voll fucking verschwommen wäre, aber ja. Ich finde es eher so, sie haben halt auch wieder, sie haben die Partikel in der Luft recycelt. Wir haben wieder diese Echse. Hm. Weißt du, was ich meine? Gerade nicht so. Oh, ich hab Paddy auch schon länger nicht mehr gespielt. Haha. Wer schießt denn da und ruiniert meine Aussicht? Fick dich. Da will man einmal die Gang genießen. Nö, peng peng. Ich frage mich, ob man die erste Mission überhaupt stealth machen kann, weil ich meine, am Ende ist ja dann so von wegen hier, er schießt die Scheiße mit der Flak ab. Ich schätze mal, ab dem Punkt, wo man die Scheiße mit der Flak abschießt, ist es nicht mehr so ganz stealthy. Aber ich meine, es gibt auch keine Silencer, vielleicht haben sie Stealth nicht angebaut. Noch nicht. Ich glaube, wenn man historisch akkurat sein will, ich glaube, es gab auch nur eine Stealth-Pistole. Das ist auch so eine Frage, wollen sie historisch akkurat sein? Weil das ist halt auch so eine Sache, aber das ist halt eventuell eine krasse Verkrüppelung, weil früher gab es halt auch nur so... Ja, ja. Wobei, es gibt heutzutage auch nur so viele Waffen. Also ich
Weiß jetzt nicht, ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube, es gab nur diese eine Ami-Pistole, die da Style war. Meinst du die eine, die so ein Rohr hatte? Ja, die so einzelschussmäßig drauf war. Hey, Doctex, plus 8%. Ne, 8% insgesamt. Ja, es war so eine Waffe, die halt, die war halt so einzelschussmäßig drauf. Ein Schuss dann erstmal so nachladen. Hm. Ist er den beschützen oder töten? Wir müssen den Dynamit finden. Ja, ich meine, da ist ein Typ markiert und ich weiß nicht, ob wir den... Achso, das bist du gewesen. Wow, wenn man seine Spezial aktiviert hat, dann wird dein Name verdeckt. Oh, cool. Ja, dann existiert man aber nur so. Ja. Zutritt verboten. Nö, lass mal reingehen. Warte mal, das sieht irgendwie ziemlich komisch aus. Egal. Sachen, die man nicht beschreiben kann, weil sie komisch aussehen. Oh, Kisten sammeln. Wow, mit doppelt Hack. Oh lol, einmal daneben. Schade aber auch. Einfach nur zu gucken, was passiert, aber es passiert überhaupt nichts. Achtung, Dynamit. Okay. Oh, dann bin ich voll down. Ich habe überhaupt nicht auf meine HP geachtet, RIP. Naja. Ich komme, wo bist du? Oh lol, wo bist du denn, ey? Holy moly. Hier vorne. Das ist tief. Achso, der NPC hilft dich auf, okay. Das hätte ich ruhig sagen können. Bevor ich in den Tod springe. Ja, fast zweimal Koki Lauf, klar. Alles in Ordnung. Ja, jetzt sprechen wir mal. Now we are talking. Erstmal Kampfschrei aktivieren. Und keiner weiß warum. Hoffentlich leiten sie den Zug nicht einfach um, während wir hier Stress machen. Mhm. Ups. Yay, ich hab Dynamit gefunden. Es findet das behalten. Ich glaube, du musst dir auch eins mitnehmen, Hust. Nö. Ja, genau, und jetzt fallen auch noch Bomben auf die Brücke. Awesome. Erstmal kaputt gehen, sagst du? Ja, ah, hier sind draußen MGs, da kannst du. Oder auch nicht. Da kann ich, ja? Ja, da kannst du dran. Alles um sich herum tötet, wenn man stirbt. Ist da wieder ein NPC, um dich zu heilen? Okay. Aha! Also die Typen kommen ja falsch und runter und mein Typ so, aha. Aha, Fallschirme benutzen sie. Wir sind also im Zeitalter der Fallschirme. Fallschirmerino. Wo geht's denn hier runter? Achso. Oh wow. Dynamit. Und wo ist das Dynamit? Ist hier? Oben da, wo ist das Dynamit? Das soll. Der Sieg wird unser sein. Nice. Ja. Vielleicht habe ich genug für alle dabei, ich weiß es nicht. Ja, ich sehe damit. Sollte aber eigentlich nicht so sein. Weil die in den Kopf nicht war. Okay, ich sehe schon, man nimmt sich so eine Handvoll Dynamit und weil man halt so viel tragen will und ne, und so. Mhm. Ja. Was ist denn? Klettereinlagen. Klettereinlagen? Ja. Wie das? Ach, naja, hier ist so ein Stapel Kisten oder so, wo ich raufhalten musste und ich dachte erstmal, hä, was willst du von mir? Gar nicht dran gedacht, dass man klettern muss, aber ja. Aber ich will die Poster hier alle ansehen. Was steht hier? Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten. Du bringst mich in Gefahr. Schweige. Hm. Arbeiter. Hey, wo soll ich da rüberkommen? Du. Eine Idee, irgendwas. Malt den Frontsoldaten unerschütterlich. Hä, hey, was? Zählt was? Wieso sind die so scheiße auflösend, diese Dinge? Ich will sie lesen. Geht ja voll nicht klar. Ja, alle Explosives gesetzt.
jetzt denn hier runter? Achso, die Leiter, ja. Hoch mal dich. Warte mal, wo war die Leiter? Soll ich den Knopf drücken? Warte mal, chill mal, ich muss erstmal. Wo geht's denn hier weg, Alter? Vielleicht noch nicht die Dynamite? Achso, hier vielleicht ins Wasser? Oh Gott, bitte. Nein, ins, doch, doch, ins Wasser geht. Ja, probier's. Okay. Hup. Ja. Ah, Stromausfall. Dein Ernst. Ah, jetzt. Ja, Stromausfall. Oh, nevermind. Das sieht ja neu aus. Ah ja. Also ich springe die Brücke, auf der ich stehe. So richtig? Scheint so. Okay. Wait for the train to arrive. Ah, die Schienen sind total krumm. Okay, cool. Ah, okay, das heißt, wir haben die ganze Brücke mit TNT gerickt und es sind nur die Schienen kaputt gegangen. Ja, ja, damit. Ja. Also sie sind nicht kaputt gegangen, die haben sich verbogen. Das macht Sinn, ja, ja. Ja. Ja, weil. Hey. Stell dir mal vor, wir hätten das Dynamit einfach auf die Strecke direkt gelegt. Nee, nee, das hätte nicht funktioniert. Stell dir mal vor, wir hätten das Dynamit auf die Strecke. Stell dir vor, ich hätte einfach eine Granate unter die Strecke, unter die Schiene geklebt und diese gezündet. Ich stell dir vor, wir hätten einfach eine Spitzhacke genommen und so darauf eingeprügelt, bis sie kaputt ist. Hätte auch nicht funktioniert. Ich wollte davon sprechen, vor ein paar Jahren wollte ein Atomreaktor strahlen, beziehungsweise wollten Leute von einem Atomreaktor ein strahlendes Material, beziehungsweise Waggons mit strahlendem Material von A nach B bringen. Ein paar Leute haben sich auf die Schienen gesetzt. Wer anders ist, ein paar Kilometer weiter runter die Schienen auf die Idee gekommen, einfach ein Stück aus der Schiene rauszufräsen. Na los. Und dann hat er einfach ein Stück Schiene geklaut. Redest und du dann von... mussten sie erst die Schiene reparieren. Wie heißen denn diese Transporte? Ich hab den Namen vergessen. Fängt mit K an. Castor, ja genau, Castor, ja. Ja, ich meinte den... Fängt mit K an, wow. Ja, Castor, ja. Die Castor-Transporte. Castor. Das ja, sind doch diese Castor-Transporte. Ja, ja, nee. Also, das Dach ist größer als ich dachte. Ich dachte, es wäre nur ein Kratzer. Ja. Yay, das geheime Judengold suchen. Nein, C ist immer noch nicht quatschen. Was hast du denn da hinten für Probleme, ey? Aber gut, dass ich die Schrufflinte nicht mitgenommen habe. Da hätte ich jetzt ein richtiges Problem. Ripp. Oh, und was mir auch einfällt, wenn er die Hände von der Waffe zurücknimmt, wenn er down geht, genau dieselbe Handbewegung. Er geht so langsam von seiner einen Waffe weg und wechselt auf die andere. Naja, das ist schon sehr recycelt. Ich meine, wie gesagt, das ist verständlich, aber ja. Oh, scheiße, ich bin down. Ich sag mal, im Prinzip Payday in World War Style. Ja, irgendwie schon. Wobei, bis jetzt gefällt es mir eigentlich. Das ist... Weißt du, der scheiß NPC ist genau dieselbe, oder darunter gesprungen, wo ich gestorben bin und ich bin runtergesprungen. Jetzt stehe ich halt wieder auf, ne? Ja. Wobei das mit dem Gefallen ist so eine Sache. Bis jetzt fehlt mir so ein bisschen der Stealth-Part, wenn ich ehrlich bin. Ja, so dieses, was man im Payday teilweise am häufigsten gemacht hat. Oder ja, was ja. Halt die Hälfte von Payday ausgemacht hat. Ist es einfach rausgelassen haben? Ja, oder ist es einfach... Naja, ich meine, im Payday gab es ja auch so diese Mission, wo du nicht irgendwie Stealth unterwegs war. Konntest... Vielleicht ist das auch jetzt einfach nur so ein Ding. Ich meine, das erste, das könnte ich mir noch irgendwo Stealth vorstellen, aber... Das zweite schon mal eigentlich nicht so, weil... Keine Ahnung, ohne Schusswaffe mit die Messern, das ist ja auch ein bisschen. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Hey, Judengold gefunden. Upsala. Im hier. Ja. Aber es ist viel Gold. Ja, so riesiger Container. Ja, einfach für Material und oben und zwei Packungen Gold. Ja, und der Rest ist einfach nur Heu für die Pferde. Was ist das denn für ein Schussgeräusch, Alter? Ja, so ein Sniper, der die ganze Zeit... Ja, der hat die ganze Zeit auf dich geschossen. Du wirst automatisch, dass in den anderen Dingern nichts drin ist. Ja, einfach so auch gereicht aus. Jetzt muss man... Ich ruf mal den Bootsführer, ne? Mal gucken. Aber schön, dass die aufgehört und zu spawnen. Ja, hier liegen einfach 1000 Körperteile rum, geil. Ich meine schön, dass die einfach so aufgehört haben zu spawnen. So obwohl wir gerade davon gesprochen haben, hier lag doch noch mehr Gold rum. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Achtung, Züge. Ich mag Züge. Wäre eh niemals durchgekommen. Du hast mich gehört? Ja, Mio. Ja, manche. View. Nein, ich meine, es lag auch shit. Achso, da lag doch noch Gold rum. Lol, da war einfach ein Fass drin mit Sprengstoff drin. Wie krass. Ja, kacken dreist, ne? So wie das mit den Dowsern. Aber ich meinte, ich habe halt in den anderen noch nachgeguckt. Und da war sogar noch wirklich mehr. Nice. Oh, Leute, da kommen wieder die ganzen Arschlöcher.
Mann, da freust du dich gerade, dass Ruhe ist und dann kommt er einfach angeschissen hier. Ja, die spawnen alle hier hinter. Wieso treffe ich dich denn nicht? Bist du außerhalb deiner Existenz oder was? Tschüss. Aha, ich bin gleich da und Hilfe. Ah, lad schneller noch. Sie haben übrigens auch die, sie haben übrigens auch die Flare recycelt. Lüfe. Guck dir die Flare vorne an. Ach, deswegen hat es Proof gemacht, weil die Flare für Airstrikes gemacht ist. Oh nein, ich bin down. Wieso muss ich denn so besoffen gucken, wenn ich hier fucking down bin? Ich treffe dich. Weil du besoffen bist. Falsch. Aber ich bin nicht besoffen. Ich hab nur 3 Wodka getrunken. Das kannst du mal. Doch, stimmt, wir sollten vielleicht erst. Okay. Ja. Man darf nur so auf Down gehen, also das ist auch so. Oh wow, wir sind anscheinend auf einem so einfachen Schwierigkeitsgrad, dass wir respawnen. Nach einer Weile. Also ich warte jetzt für noch ein paar Sekunden auf den Respawn. Alright. Nein, du darfst nicht warten. Hilfe, Hilfe. Wo musst du das Gold hintragen? Nach unten links. Okay. Ich weiß nicht, du hast einen Marker. I guess. Marker. Kannst du das Gold nicht da runter schmeißen? Könnte ich, aber da sind mir gerade zu viele Leute. Weil, wenn ich jetzt so gucke. Also, erstmal ist die Synchronisation scheiße, du zockst alle paar Sekunden. Ach, dein Ernst. Nein. Ja, ich fall 2 Kilometer. Ich bin übrigens in 5 Sekunden wieder da. Ich fall 2 Zentimeter ins Wasser tot. 2, 1. Kommt her, ihr scheiß NPCs. Nein, ich bin kaputt gegangen. Wo will ich dich wieder reparieren? Ist da ein Wasser, wo man landen kann? Nö. Ich glaube, das ist ein bisschen auer. Ja, dann. Ach, jetzt bist du tot. Awesome. Du hast mich auf dem Gewissen. Das heißt, ich muss jetzt warten. Das heißt, ich muss mich jetzt verstecken und warten, bis. Eine bis Minute, ja. Probe obtained. Na gut. Ja, keine Ahnung, soll ich weitermachen oder einfach eine Minute chillen? Ansonsten gucke ich halt gerade. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen warten. Boost. Ja, die ficken halt ziemlich rein, ne? Lol, hast du mir zugesehen? Ja. Lol, der hat den. Hä, der hat den Kopf verloren, aber sein Kopf ist noch dran, ne? Was? Was? Das war kein Schuss. Fucking Zombie. Boah, guck dir mal diese Nazis da rechts an, ey. Seh's. Nice, mein Spiel hat sich wieder verabschiedet. Oh Gott. Genau dann, als ich hier rausgekommen bin. Das sollten sie fixen, unbedingt. Sag mir Bescheid, wenn mein Spiel wieder läuft. Ja, das Ding ist, das ist bei dir nur so bis jetzt. Okay. Also ich habe keine Probleme. Gott, warum habe ich solche Lags? Es ist gerade auf 4 FPS runtergegangen. Why though? Ja, weil du gerade wieder reingetappt bist. Das ist meistens so. Ja, deine Tinnitus-Attacken, bitte. Am besten fickt ihr jetzt eine Bombe durch dieses Ding durch. Au, wieder directed. Bei mir nicht, also bei mir klatschen die alle. Achso, du bist wieder da, nice. Ja, ja, deswegen. Oh, dieses Geräusch ist so. Autsch. Aha, okay, einer hat mich auch getroffen und. Boah, ist das aggressiv! Willkommen in meiner Welt, wenn es ausrastet. Ah, es tut ja richtig weh, auch wenn man keinen Tinnitus hat. Und dann hat man einen und dann denkt man, oh mein Gott, das ist jetzt wieder. Es geht wieder los. Da werde ich den aber direkt mal nachher in Steamforum coden, Alter. Ich mach uns gleich down. Ich habe den einfachen Weg, glaube ich, gerade gefunden. Ich bin gerade fast runtergesegelt. Was? Wenn wir von runtersegeln sprechen. So. Ja, aber wie depressiv die sind, wenn die down sind. Echt? Habe ich gar nicht. Ne, ich glaube, ich habe gerade den einfachen Weg runtergefunden. Beziehungsweise nicht runter, aber zum Gold. Hier, komm einfach mit. So, und tschüss. Hier rüber oder wo lang? Ne, ne, hier. Ja, du solltest. Ja, oder so.
Mach mal meine Idee, wie der teilweise ist, einmal Bautomate, mit meinem Maker. Naja, ist doch nicht Depri, ist doch einfach nur eine Aussage. So, jetzt. Weiß nicht, aber er sagt, es voll traurig. Ja, wie würdest du ihn reagieren, wenn du gerade im Sterben liegst? Oh, ich glaube, ich werde meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich würde wahrscheinlich Payday-mäßig sein. Kann ich mal einen fucking aufhören? Ja, bestimmt. Aber ich brauche einen Medic! Keine Ahnung. Jetzt aber, wenn die noch sprechen kann, dann werde ich wohl nach Hilfe rufen. Ich meine, wenn du jetzt schon so im Krankenhaus liegst und merkst, oh mein Gott, ich muss sterben. Und nicht jetzt irgendwie im Krieg bist. Achso, im Krieg? Ja, dann... Wenn du nicht im Krieg bist. Wenn du nicht im Krieg bist, wenn du einfach im Krankenhaus bist und merkst, oh mein Gott, ich werde verrecken. Also im Krankenhaus werde ich wahrscheinlich, ich bin am Sterben, mach was! Ich würde wahrscheinlich mal versuchen, am Leben zu bleiben, und mir ist noch was anderes aufgefallen, was mir sehr gefallen mag, nämlich... Hilfe! Boxen! Ich bin einfach gerade die Leiter runter gesegelt. Ich habe was herausgefunden, nämlich das Lutetit-Boxen. Das fährt noch so. Du kannst das stapeln und wahrscheinlich damit auch den Weg blockieren. Ich bin die Leiter runtergesegelt. Wo ist die Leiter? Achso, da. Hilfe! Schnell! Autsch. Schaffst du nicht mehr. 3, 2, fick dich. Oh. Hat keine Kosten und Mühen gescheut. Erstmal loslassen. Ich hab F losgelassen. Oh Gott. Upsi. Jetzt muss er selbst heilen. Boah, wie diese Mission gerade einfach nur gestreckt wird. Wollen wir alles einsammeln oder nur 4, weil ich meine, hey. Ich bin irgendwie scharf auf Loot. Ja, alle für sich schon, aber es wird eher alles resettet. Und zu zweit ist das ein bisschen hardcore. Ich sag mal, dann gehen wir. Ich sag mal, ja, keine Ahnung. Ich bring dir erstmal das Loot da runter. Ja. Du bringst das in den Ausgang und sobald der Ausgang blöd macht, dann bringen wir das Loot das unten ins Back und dann, ja, ne? Ich meine, im richtigen Player oder sowas hätte ich nichts dagegen, dass wir alles wollen, aber ich meine, you know, Beta und so wird zurückgesetzt und so und erstmal so, um einen Einblick für die Mission zu haben und so. Und so und so. Das erinnert mich an Starboard, da wurde es ja auch eine Weile lang resettet. Und trotzdem haben die Spieler halt gegrindet und gegrindet und getan und gemacht. Wobei in Starboard war das nicht so von wegen, hey, 5 Minuten lang das machen, sondern, ja. Ja. Starboard kann ich ja momentan leider nicht spielen, weil... Warum nicht? Ja. Das Problem war... Ach ja, Half-Body hat es einfach nicht funktioniert. Boah, Starboard war aber auch so eine Sache. Ich meine, es funktioniert einfach nicht und man weiß nicht warum und man... Keine Ahnung, man setzt sich teilweise mit einem... Ich sag mal, 6- bis 10-köpfigen Team ran und macht und schraubt und das und dies und... Man guckt, was man machen könnte. Und erst funktioniert einfach nichts, ist es immer irgendein komischer Fehler. Und irgendwann funktioniert es einfach. Naja, ich sag es mal. Es funktioniert einfach, weil, you know. Ich sag mal, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Milliarden Mods du gespielt hast. Ich habe eigentlich immer ohne gespielt und ich hatte ehrlich gesagt nie irgendwelche Probleme mit dem Spiel, außer jetzt. Also, einmal war das Spiel an sich schon finicky. Und ansonsten gibt es ja noch die schönen 3 Buchstaben, die alle Leute abfacken. Aha. MAC. Sag mir nichts. Mac. Macintosh. Achso, ja gut, wer spielt auf dem Macintosh? Gewisse Norweger. Gewisse norwegische Leute. Norwegianer, keine Ahnung. Norwegen, Norwegien, sowas. Haben wir unter anderem mit zu Hause gespielt. Na, fick mich. Ja, Martin, der Typ. Wie wurdest du da unten kaputt gemacht? Weißt du nicht, wenn NPCs auf einmal um die Ecke spawnen? Reveal ist bei dir, der sollte dich... Ja. Ja, okay. Ja, wie dein Timer noch runtergeht, während Reveal dich heilt. Ja, den Typen kannst du aber auch in der Pfeife rauchen. Ich sag mal, die sind unter anderem der Grund, warum die Mission, glaube ich, nicht verkackt war. Nein, ich meine nicht, dass ich meine diesen Norweger-Typen mit seiner komischen Mutter Monika oder was das war. Weiß ich nicht. Ja, aber er war auch mega am Trollen. Ja, sicherlich, aber... Ach komm, du beklopptes Gold. Vor allem, als ob du immer mehr Holz davon du.
Das ist wahrscheinlich die letzte Packung, die ich jetzt runtertrage. Und danach werde ich wahrscheinlich Gas geben müssen. Warum? Oh shit, okay, ich spring runter. Fuck, ich wollte runterspringen. Nein. Oh wow, jetzt hänge ich hier oben. Und jetzt kommt der. Ja, ich wollte die Kante runterspringen, damit ich unten down gehe und nicht hier oben. Und jetzt geht hier der Erstschlag auf mich ein. Scheiße, ich weiß nicht, wo er hochkommt. Da ist die Leiter, wo der größte Teil des Goldes liegt. Ja, aber von ganz unten. Ach so. Ah ja, hab schon. Das ist doch von ganz unten. Nein, vom Wasser unten. Das schaffe ich nicht mal 5 Sekunden, scheiße. Ja, hit me. Das ist deine Schuld. Ja. Brechstange halt in Köln, warum auch immer. Naja, in einer Minute. Ja, die Brechstange drum gereicht. Achso. Ich weiß nicht, also die Nazis sind eher so, hey, wir gehen in den Hintergrund und schießen auf euch. Mehr als von wegen, hey, wir rushen euch jetzt. Ach ja. Also sie müssen wahrscheinlich noch die AI mal überarbeiten. Peng, peng, peng. Und das ist die Rifle? Das ist die Carbine. Und das ist mein First Fire Makro. Wie lange der gedrückt gehalten wird, feuert der oder wie? Ja. Oder ist das an und aus? Ja. Weil normalerweise ist die Waffe ein Einzelschuss. So, genau. Ah, schon Mütchen. Ja, ich persönlich. Ich hab nochmal gearbeitet. Naja. Ich persönlich finde die Pistole ziemlich. Naja. In Party hat es halt so viel. Oh lol. Du hast den Exit aus Versehen berührt. Oder nee, hast du nicht. Glaube ich nicht. Ich bin einfach nur wieder rein. Jetzt nimm's halt mit. Vor allem erfragt, aber wir hatten auch dafür. Auch eine Sache, die mir auffällt, du kommst wieder mit allem. Munition, Granaten, allem möglichen Scheiß. Ist interessant. Ich glaube in GTA, in dem anderen Teil, wurdest du, ich weiß gar nicht, wurdest du mit allem wieder angebracht? Ich glaube mit voller HP, aber mit Muni weiß ich nicht. Voll HP und Muni weiß ich noch, aber Granaten weiß ich nicht. Ist zu lange her. Aber hey, ich werde vom Start gefördert im Prinzip. Sie geben mir im Prinzip ja Muni und Sprengstoffe und so weiter, um ihre eigenen Einheiten auszulöschen. Ah, runter mit dir. So, wenn ich. Ja, ich wollte ihm sagen, wenn ich jetzt hier runter jumpe, sterbe ich. Oh, ist das blöd. Also, einer kann ja runter. Wie soll man einer denn sonst hier runterkommen? Und vor allem, was ist das für eine Pussy, Alter? Fällt 2 Meter und stirbt. Na gut, 2 Meter sind das nicht mal. Das würde selbst ein Querschnittsgelähmter überleben. Letzte Kiste, los. Ist die letzte Kiste, da hinten ist noch eine. Ja, ist egal. Ist die letzte Kiste. Außerdem, ein NPC ist gestorben und hat einfach nur Autsch gesagt. Oh Gott, wie soll man denn da jetzt wieder hinkommen? Ja, ist egal, lass gehen, oder? Ich meine, Boah, es ist eine Kiste. Ja. Eine Kiste am Arsch der Welt. Aber. Auch eine Sache. Oh wow, mein Cursor schon wieder aus dem. Das ist so nervig. Windows Ping. Kann ich das nicht fixen? Auch eine Sache. Am Anfang war es ja so: Health ist super viel wert und alles. Und wenn du drauf gehst, dann. Ne? Und dass man im Prinzip sich selbst nur damit nachladen kann, indem man halt. Wie heißt das? Geisel nimmt. Aber jetzt ist das so nach dem Motto: Ja, du hast halt Health verloren. Der nächste Gegner wird halt was droppen. Oder auch nicht. Wolfensteinig. Ich weiß nicht. Hättest du unten bleiben können. Ach, das ist mir ein bisschen spät gesagt. Das soll mir. Ja, ich hab's ja umgesagt, aber hey.
So viel zur Information. Nein, egal. Ja, dann guck ich, ob es hier oben noch was gibt. Ich will, dass mir einer der Entwickler vormacht, wenn man hier runterkommen soll, ohne Schaden zu nehmen. Er wird wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja, das soll er machen. Besonders auf schwer oder sowas. Dann werden die wahrscheinlich mit sowas kommen wie, ich bin der Entwickler, ihr seid die Spieler. Oh, das kommen wir ins Führerbildchen. Ah, ich hatte noch mal Doc-Tags gesucht. Nach den guten alten oder sowas. Eigentlich sind Doc-Tags was Schlechtes, oder? Das heißt, dass einer gestorben ist. Hm? Nein, theoretisch. Keine Muni mehr. Wupp, wupp. Stell dir mal vor, ein Typ verliert einfach seinen Doc-Tag. Und denkt sich, toll, ich denke meine Familie, dass ich tot sei. Lol, das war gerade ein Lag. Ich weiß nicht, ich habe mega den Slowdown, wenn ich hier über dieses... Wenn ich hier durch den Marker durchgehe. Hast du das auch? Nö, eigentlich nicht. Hey, wenn ich durch den Marker, durchlaufe, da hat man ein Spiel einen Slowdown. Ja, nice. Und nicht einen FPS-Verlust, also ich laufe mit 40 FPS, aber es versucht mich halt anzuhalten, you know? Nee, hab ich nicht. Mein Job! Ja. Komisch, ansonsten oh, Hitler. Meine Mutter hat zuerst gerufen. Ja, hab ich gehört. Warte noch. Ah, schon wieder die Szene, wo auf dem Stuhl fällt. Ich hab den mit Tannenbaum. Also da war auch wieder, oder? Gib mir Variationen spielen. Ha, 110. Ich hab mal wieder umgebracht. Du mit deinem Kopftrefferbonus. Bei mir ist der Typ ausgerastet. Bei mir ist der Typ ausgerastet und hat sein Papier gefressen. Naja, das kam bei mir als erstes. diesmal habe ich zwei bekommen. Ob die du. Ja, neue Bonusfoto. Ja doch. Irgendeine Kiste hat sich verbessert, weil Doc-Tags eingegangen sind. Wow, 190 Erfahrungspunkte. Dafür, dass wir den ganzen Scheiß reingeholt haben. Bist da nicht mehr ganz dicht am Kopf. Hey, vor allem was für Karte. Die Karte. Ich dachte, der meint Ingame-Karte. Achso. Was für eine Karte soll ich auswählen? Weiß ich doch nicht. Rote oder eine. Ja, links und rechts sind rot und in der Mitte ist grün. Ja, ich hab keine. Die mittlere. Mach, was du willst. Ja, ich hab einfach auch keine bekommen. Ja, ich hab Rocket auf Bleed-Out-Timer increased by 5%. Nice. Okay. Ach, ja. Die anderen darf ich auch auswählen. Dann würde ich mal sagen, war das die dritte witzige Witzmission? Mal schauen. Ja, die nächste ist Crab People. Player Movement Speed greatly increased. You can only walk Spaß. Backwards or sideways strafe. Oh lol. Ich kann nur rückwärts oder. Also ich kann rückwärts oder seitwärts. Das ist cool. Okay. Achso, das ist ein Malus. Oh lol. Nice. Und die andere Karte? Player Reload Speed increased. Increased by 15%, no secondary weapon, ammo capacity lowered by 100%. Nett. Na dann. Das ist cool. Also ich kann gleich alle drei mitnehmen. Erstmal rückwärts laufen oder seitwärts. No. Kannst du ja machen. Los, explodier. Wird mega nice sein. Na gut, dann schauen wir mal, wann wir die vierte Mission machen können. YOLO.